Hallöchen, herzlich willkommen zurück hier bei Tomb Raider Legend. Und hier sieht man auch gleich ganz gut, dass man von Level zu Level nicht nur andere Spielebenen hat, nein, es ändert sich sogar das Menü. Und das wollte ich euch eigentlich mal kurz zeigen. Und dann wollen wir uns nicht mehr länger mit dem Menü aufhalten und spielen weiter. Ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht und ja, sehen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß noch, in der letzten Aufnahme waren wir in Japan. Jetzt sind wir wieder mal im Dschungel, ist ja mal wieder ganz was Neues. Ich möchte mich auch noch mal ganz, ganz groß entschuldigen für die Mikrofonstörungen, beziehungsweise dass das Mikro zu laut eingestellt war. Das hatte ich total vergessen, dass ich da wegen einem Multiplayer-Game das mal lauter gestellt hatte. Und da mal ein ganz großes Entschuldigung. Ganz großes Entschuldigung. Und jetzt habe ich es anders eingestellt. Ich hoffe, dass es jetzt passt. So hatte ich es das letzte Mal auch eingestellt. Und jetzt schauen wir mal. Wenn alle Stricke reißen, steige ich ins Postkartengeschäft ein. Oh ja. Ach, diese kleinen Termiten stellen alles auf den Kopf. Aber das reicht nicht. Sie sind nicht von dieser Seite reingekommen. Irgendwelche Ideen? Mal sehen. Ich kann am besten denken, wenn ich klettere. Oh. Drücken Sie die Bewegungstaste oben, drücken Sie dabei leer und dann F, um einen Hechtsprung zu vollüben. Oh Gott, was war denn das bei mir nochmal? Aber springen. Ich bin mal kurz weg. Das war es, glaube ich. Genau! A und B. Ich spiele ja immer noch mit dem Controller, da ich das Spiel ja schon so oft gespielt habe, um mir das ein bisschen schwerer zu machen. Ja, dann wollen wir mal. Na, es hat nicht geklappt. War ja klar. Warum denn auch? Warum hätte es dann auch klappen sollen? Aber dieser Hechtsprung klappt allgemein nicht wirklich oft. Das ist ein bisschen ärgerlich manchmal. Oh, guck mal. Was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Seepferdchen. Sammeln wir Seepferdchen. Die sind ja nicht schon... Gehören die nicht auch zu einem der bedrohten Arten? Irgendwie im Kopf. Aber ich muss immer noch sagen, ich finde von Legend das Wasser, diese Wasseranimationen echt cool. Nicht schlecht Wasser gemacht. Wasser ist einfach mein Element. Hm. Ich habe Ghana vermisst. Du alte Wasserratte, du. Was ist das denn? Ah, stimmt. Wie waren das nochmal? Ah, genau. Warte. Ach, da muss man drauf schießen. Ich dachte, nee, das muss man magnetisch machen. Nix da schießen. So. Jetzt müssen wir da irgendwie rankommen. Okay, so nicht. Da, so viele Pflanzen. Ich sehe nichts. Hilfe! Die Natur. Sie hat mich umstellt. Nee, da geht's weiter. Dann klettern wir jetzt mal da hoch. Und schwingen uns todesmutig an dieses Seil. Ah, genau, so war das. Richtig. Ah, meine Nase kitzelt. Jetzt lass ich los. Nimm den Haken. Nein, du sollst... Nein! Ah, das gibt's doch nicht. So. Mama mia. Fehler, Fehler. Große Eingänge sind einfach unpraktisch. Das war schon immer so. Lara! Sie kommen ganz schön rum, was? Oh, nicht erst schon wieder. Ah, sieh an! Da ist Grunland! Wie wär's? Plaudern wir ein bisschen? Nur wenn Sie so weit schießen können. Sie wissen sicher, dass Fernbeziehungen keine Zukunft haben. Ich würde Ihnen ja viel Glück wünschen, aber... Naja. Das müsste alles da jetzt sehen. Er versucht noch herauszufinden, woher diese Schwertstücke stammen. Wir sind vorerst allein. Wir haben das doch an uns gezogen bei den
bei der Videosequenz, wo es ist dann auf die andere Seite gezogen worden. Irgendwie ein bisschen merkwürdig. Das hat mich schon damals immer ein bisschen gestört. Yay, Spinnenleben. Als hätten wir nicht schon genug gehabt im ersten Level. Nein, wir brauchen noch 30.000 mehr. Ach ja, yeah, da war ja was. Ich hab einen Knall. Was für ein altes Artefakt haben wir denn hier? Ein ziemlich modernes. Rutlins Männer müssen es benutzt haben. Na gut, rot ist es jetzt. Du bist so ein Drecksack. Nee, das ist zum Üben. Weil, wenn wir jetzt eins weitergehen, können wir das, glaube ich, soweit ich das kann. Den habe ich schon mal gesehen. Im Notizbuch meines Vaters. Er ist hier gewesen. In Erinnerung habe, müssen wir das nämlich gleich machen. Und mich nervt es jetzt schon wieder, dass die Lara manchmal nicht unbedingt hier Dingenskirchen richtig springt. So, weiter geht's. Achso, ich dachte mir gerade, what the hell? Na komm, wer droht? Umdrehen ist doch uncool. Nein, er ist hier immer noch irgendwo. Jetzt hat's geklappt. Keine sehr effektive Falle. Jetzt nicht mehr. Sie scheint blockiert zu sein. Ah, ja, da war ja was. So. Oh nee. Nein, was machst du da? Laber auf mit der Scheiße. Hör jetzt auf! Da geht doch. Und als ob es nicht schon langweilig genug gewesen wäre, Ironie, Vorsicht, haben wir hier noch ein paar Leute mehr. Da muss auch noch einer. Ich glaube, über uns müsste auch noch einer sein. Jawohl, so wird sich's. Wuhu, nix da. Meine Granaten kannst du dahin räumen, wo die Sonne nicht scheint. Boah, wir. Ja, ja. Oh, das ist doch einer. Muni! Für Muni bin ich immer zu haben. Nix da. Und da komm ich nicht hoch. La 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 la. Na, Lara, spring doch. Aua. Die kennen auch keine anderen Wörter. Aua. Wow. Wo ist denn der? Da ist noch einer. Weißt du was? Wir haben hier so ein tolles Spielzeug. Das wir nicht benutzen können. Ey, wie gemein ist das denn? Die dürfen das benutzen, oder wie? Das ist ja voll uncool. Nicht öko. Aua. Warum schrift der mich eigentlich? Wasserrad hier scheint zu klemmen. Wir werden wohl nie erfahren, wie es funktioniert. Die Säule sieht ziemlich schwer aus. Es gibt viele Möglichkeiten, Räder anzutreiben. Richtig. Ach da, okay. Kann ich das so machen? Nee, ich muss das benutzen, okay. Ja, wie man sieht, haben wir auch wieder jede Menge Leute. Es wäre auch tatsächlich langweilig geworden, wenn wir mal keine Gegner gehabt hätten. Oh, das ist eine Lampe. Hallo, Lampe. Lampe strahlt irgendwie in eine merkwürdige Richtung. Kann man das jetzt... Ah, jetzt so. Ist doch kacke. Ah, so. Hier. Nein. Nein. Stirb, Säule! Verdammt. Ah, warte, warte. Ich habe was gesehen. Aha. Yay. Ich habe auf die falsche geschossen. Ganz großer Sport. Oh oh. Das Wasserrad hat alles wieder zum Laufen gebracht. Bist du jetzt zufrieden? Das ist eine verdammte Todesfalle. Verdammt. Oh nein. Juhu.
Ja, wir wären ja nicht Lara Croft, wenn wir es einfach haben würden. Bisschen Action muss ja immer sein, heißt's. Ah, verdammt, da ist es. Schnell, schnell, schneller! Na, greif! Ich finde Schwingen doch so toll. Okay. Ich weiß ja nicht gerade, wie ich darauf komme. Aber wie ihr mich kennt, ein bisschen Spaß muss sein. Juhu! Und wir haben es geschafft. Und man merkt, ich habe gerade aufgenommen. Ich fange gerade mit der Aufnahme an und schon denkt sich meine Katze, yay, Action! Na, okay, bin ich auch ein bisschen selber schuld. Ich habe gerade ein Nickerchen gehalten. Und Katze denkt natürlich, Nickerchen, bin ich voll dabei. Kann ich von da eigentlich auch da aufs Seil springen? Probieren wir mal aus. Ja, ausgezeichnet. Was war das denn zur Hölle? War das gerade im Spiel oder war das draußen im Hof? Gruselig. Jump. Yay, da ist die Leiter fast verschwunden. Sind wir denn hier gelandet? Yay, ein Kontrollpunkt. Kontrollpunkte sind nicht immer unbedingt gut. Vor allem nicht bei Tomb Raider. Ah, okay, es war draußen im Hinterhof. Im Hof, Hinterhof, was auch immer. Beides. Es ist ein Hof, der... Kanal führt direkt zum Rad. Man baut auch kein Wasserrad, wenn man nicht ein paar tausend Liter Wasser hat. Doch, es funktioniert nur nicht. Das ist doch Wasser, was willst du denn? Sieht nach Wasser aus. Sind zwar keine 1000 Liter, aber man will ja mal nicht meckern. Wo kommt das Wasser überhaupt her? Sieht das gerade nur ich, oder... Oh, das ist eine Miezekatze. Ach komm, die Katze will noch ein bisschen ärgern. Ich hab Zeit, Mieze. Ich hab Muni. Na, geht doch. Ist doch irgendwo eine. Hä? Was ist denn das für ein Bug? Oh, jetzt ist er weg. Warte, ich glaube, der taucht gleich wieder auf. Jetzt, hä? Scheiße. Okay, Lara macht komische Sachen. Was ist denn das hier? Nice. Da kann ja gar kein Wasser hin. Naja. Da ist ein Boot. Oder zumindest, was man als Boot bezeichnen kann. Ein Floß. Nennen wir es besser Floß. Okay. Und wir müssen da schon mal weiter. Da ist noch ein Schatz. Da ist eine Tür. Ich schätze mal, hinter der Tür ist das ganze Wasser. Das Wasser, was wir jetzt befreien müssen. Da oben kommt auch noch Wasser. Ist natürlich alles schon älter. Schon etwas eingestürzt, klar. Aber die Schätze haben sie übersehen. Juhu! So geht es natürlich auch. Guck mal, eine Schlange. Ach, kann sein, dass diese... Okay. Müssen darüber. Ah. Okay. Kann es sein, dass das keine Seepferdchen, sondern Schlangen sind? Ich bin so ein Held. Komm, wir sammeln Seepferdchen ein in Ghana. Da gibt's ja auch so viele. Na gut, ich will jetzt erst nichts Falsches sagen. Ich habe keine Ahnung, ob es in Ghana Seepferdchen gibt. Das weiß ich. Ich bin kein Meeresbiologe. So ein Meeresbiologie wäre bestimmt auch ganz cool. Dann ziehen wir uns mal darüber. Doch. So, muss ich jetzt... darüber. Ah, und mit dem Fluss kommen wir dann da hoch, ausgezeichnet. Tuck. Na, aus. Aus. Ja, geht doch. Ich
glaube, jetzt müssen wir darüber, genau. Da ist ein Stein. Ah, okay. Na, nichts sagen, nichts sagen. Ich glaube, ich weiß den Weg. Lassen Sie die Bewegungstaste los oder drücken Sie die Bewegungstaste unten und drücken Sie leer, um rückwärts von der Leiter zu springen. Ah, das ist natürlich auch sehr cool. Jetzt müssen wir nur aufpassen, weil wir müssen da ja auch noch rüber. Komm, schnell, schnell, schnell. Yay, wir haben es geschafft. Und ein Kontrollpunkt, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Von da sind wir gekommen. Wir sind sozusagen einmal darüber. Nein, da ist ein... Das ist ein Schatz? Das geht ja mal gar nicht. Was ist denn das jetzt? Was soll denn das sein? Ach, vielleicht ist das die Kobra. Ich sehe Pferdchen. Das ist eine Kobra. Das ist der Kopf einer Kobra. Wie kommen jetzt Seepferdchen daher? Nee, ist klar. Da springe ich vor Freude erstmal gegen die Säule. Juhu! Okay. Jetzt springen wir darüber. Boah, diese Kletterpassagen mochte ich bei Tomb Raider irgendwie schon immer recht gerne. Jetzt hätte ich doch fast auf die falsche Taste gedrückt. Oh! Oh! Oh, oh. Wow, ich hab's geschafft. Achso. Nein, ich muss ja, verdammt. Was muss ich hier machen? Nein, 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 nein! Ich will den Arm da rausziehen. Komm schon. Achso. Oh, verdammt. Ah, okay, warte. Ich bin so ein Held. Genau, das muss nämlich da rein. Katze, ich stehe es, wenn du von meinem Monitor rumherläufst. Geh mal weg da, ich sehe nichts. Dankeschön. Nein, 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 nein! Laura, was soll denn das? Das gibt's doch nicht. So die ganzen Kacke wieder von vorne laufen. Ach, nö. Komm schon. Noob, noob. Ich glaube, Laura hat was gegen mich, eindeutig. Oder sie findet diese ganzen Level so toll, dass sie immer dreimal machen will. Oder in diesem Fall mal wieder zweimal. Nein, jetzt... Egal. Egal, egal. Warte, da kann man irgendwie noch weiter klettern. Achso, nee, da kommt man einfach nur runter. Jetzt geht's auf einmal, das ist doch kacke. Tauch mal wieder auf. So. Okay, da ist unser Floß. Theoretisch gesehen müssten wir... Genau, passt. Oh Mann. Ja, ich mag die Kletterpassagen, aber nicht so... Ich finde es nicht so geil, wenn ich die dreimal laufen muss. Ich hoffe, es bleibt jetzt bei zweimal. So, passt. Zweimal laufen reicht. Einmal laufen ist eigentlich auch schon genug. Aber Laura zuliebe machen wir noch eine Ehrenrunde, wie man das liebevoll nennt. Wir wollen ja Laura nicht enttäuschen, wenn sie so aufs Klettern steht. So. Und da sind wir wieder. Okay. Jawohl, komm schon. Ja! Geht doch. Ausgezeichnet.
Jetzt stimmt es auch mit dem Wasser wieder. Also ich glaube mal, dass sich das Rad jetzt tatsächlich drehen wird. Ich frage mich ja gerade, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt den, die Miezekatze hier nicht getötet hätten, die dann ersoffen wäre? Weiß nicht, irgendwie guckt man gerade so die Idee. Vielleicht hätten wir die mal am Leben lassen sollen und mal schauen, was passiert, wenn jetzt da das Wasser durchläuft. Wäre bestimmt interessant geworden. Nein, ich bin kein Tierquäler, aber trotzdem hätte es mich interessiert, ob die da auch dran gedacht hätten. Wenn man die Mieze einfach am Leben lässt. Oder gelassen hätte. Aber bei den Miezen muss ich immer an diese... ja. Reden wir nicht weiter. Achten wir das nicht weiter. Muss ich immer an diese komische Ische von Facebook denken. Hey, es dreht sich. Cool. Oh nee. Oh oh. Stimmt, da war ja was. Oh nein. Schon viel besser. Manchmal machst du mir Angst. Dann mach doch die Augen zu. Was ist das denn für eine Aussage? Da gibt's doch momentan... Ach, ich glaube, die Seite, ich hoffe, die ist jetzt endlich gesperrt. Und dieser verrückten Möchtegern-Jungjägerin, die exotische Tiere abknallt. Die ganzen verrückten Bilder da gemacht hat. Ich weiß auch nicht, was die in ihrer Vergangenheit da getrieben hat. Oder was die dazu verleitet hat. Ja gut, Verrückte gibt es immer. Leider auch mit dem Alter. Oh. Ah, die ist so blöd. Ich hab doch auf die Taste gedrückt. Jetzt so. Ja. Na, na, na! Oh oh. Ah! Guckst du? Der muss ich wohl durch. Vergiss es, Lara. Wenn ich eine der Klinge auch nur berührt. Oh oh. Ich weiß. Das heißt, ich muss sie irgendwie anhalten. Ich hoffe, die bleiben da. Oh oh. Ich schieb jetzt einfach mal ganz weit hinter. Ich keinen Bock habe, mit denen in Berührung zu kommen. Ich warte, bis die da mal weiter ist. So was wird heute gar nicht mehr gebaut. Ja, Gott sei Dank. Was ist das denn? Seht ihr das auch? Es flimmert. Warum flimmert das? Kann man das rausschießen? Nee. Kann man das... Ach, das kann man ziehen! Guck mal! Was ist das? Kann man da auch rein? So ein Schatz oder so? Nee. Ah, das ist, na klar! Ach cool, die ist mir bei den ganzen... Wie geil! Ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt, mir ist dieser Scheißblock nie aufgefallen. Ja, jetzt habe ich ihn. Cool. Ich habe das nämlich jetzt tatsächlich auch ohne Block geschafft. War zwar nicht ganz leicht, aber wohin will es das bekannt? Nee, ich auch einen Weg und ich bin tot. Von lauter Freude über den Block erstmal sterben, so gehört sich's. oh nee, soll ich jetzt nochmal laufen? Jawohl. Aua. Ja, ich benehme mich gerade richtig, aua. Richtig intelligent. Komm schon! Ich hab doch... Also manchmal... Da muss ich durch. Denke ich mir manchmal. Ich weiß. Das heißt, ich muss sie irgendwie anhalten. Ja, yep, guckst du, angehalten. Passt. Ist gut, dass der Stein so verdammt hart ist. Ach, weißt du was? Na, stimmt. Dann geh doch auf den Stein. Okay. Passt. Sowas wird heute gar nicht mehr gebaut. Jetzt den Stein, den ich nie gesehen habe. Ist ja cool. Passt. Ich frage mich immer noch, wie es Lara mal schafft, solche schweren Sachen in der Gegend rumzuschieben, weil im neuen Tomb Raider schafft sie es ja nicht. Mysteriös. Die Dinger bei euch in mein Fitnessstudio an. Mhm. Nee, ist klar. Oh oh.
gibt mir ein nicht so gutes Gefühl. Ich guck da gucke ich, was es mich jetzt richtig nerven wird. Beziehungsweise was sehr interessant ist. Oh ja. Was ist? Oh, oh. Hörst du etwas? Ich spüre etwas. Oh Scheiße, nein! Yay! Donkey Kong! Ach so, ah! Laura, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller! Lauf, Laura, lauf schon! Lauf! Oh nee! Tschüss, Kugel! Oh, ich habe Gana vermisst. Du bist mal wieder knapp dem Tod entkommen, was? Da bist du ja, Alistair. Hast du was über das Schwertfragment rausgefunden? Gar nicht mal so wenig. Ich habe die Markierungen auf dem Artefakt extrapoliert, um das ganze Muster einigermaßen erkennen zu können. Und dann fand ich... Ups, wir haben ein Problem. Alistair? Sip? Seltsam. Ohne Witz. Laura ist so ein Masochist, das kann man sich gar nicht mal anders erklären. Ich weiß nicht, ob alle Engländer Sim? So sind. Alles da? Hört ihr mich? Das gefällt mir gar nicht. Aber Laura ist es auf jeden Fall. Dieser kleine Masochist hier, das kannst du dir nicht vorstellen. Baue ich in mein Fitnessstudio ein? Willst du mich verarschen? Unmöglich. Sim, bist du da? Alles da? All die Satelliten und Computer perfektionieren nur die Kunst, Selbstgespräche zu führen. Oh oh. Mieser kleiner Masochist. Weißt, ich kenne ja in Computerspielen kenne ich viele Arten. Ich kenne den Sadisten, ich kenne den Doktor, ich kenne den verrückten Doktor, ich kenne den sadistischen Doktor. Hallo? Hört ihr mich, Jungs? Aber Laura ist eindeutig... Ja, die sind gerade nicht erreichbar. Du bist nur im Funklauf. Du merkst was. Aber Laura ist eindeutig ein Masochist. Ganz klar. Das sollte nicht hier sein. Oh. Oh. Liebste Amelia. In Liebe. Bridget. Sip, kannst du mich hören? Wo steckst du denn? Dass die beiden wohl auch so hochgeklettert sind? Und ich überlege so, wie der Vater, wie die Tochter, so die Eltern? Ganz schön dunkel. Nein. Ah, da ist die Lampe. Und da ist... Uff. Ein Fakir würde sich darauf wohlfühlen. Und noch ein Nadelbett. Oh Gott. Herzinfarkt Nummer 1000, keine Ahnung. Ich weiß gerade. Oh. Scheiße, ich hab die nicht gesehen. Das ist gemein. Die steht vor mir und ich erschreck mich. Jawohl, so geht's. Oh oh. Ja, du bist ein bisschen zu spät, Süßer. Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Die stehen vor mir. Das gibt's doch nicht. Hat der Medikit fallen lassen? Kein Medikit mehr. Oh, Medikit? Nee, natürlich nicht. Warum denn auch? Für was braucht man Medikits? Medikits sind überbewertet. So. Na, wenigstens haben wir jetzt eigentlich unsere Ruhe. Denn die zwei Knallknöpfe sind aus irgendeinem Grund gerade nicht erreichbar. Das ist eine Tür. Das ist eine Lampe. Jawohl. Erstmal ein bisschen nass werden, sagst du? Oh Mann. Geht ja schon gut los hier. Boah, als Kind war ich eine richtige Wasserratte. Wo ist das ganze Wasser? So fährt man das wieder ein. Wart ihr als Kinder auch eine Wasserratte? Ich fand Wasser toll.
cool. Oh. Das ist ja cool. Ich sehe sie. Du siehst mich? Nö, du siehst mich nicht. Tötet die Schlampe! Sag mal, gibt's irgendwie auch mal einen anderen Begriff für mich? Schlampe hört sich irgendwie echt langsam langweilig an. Auch mal die Muni da drüben. Yay, er hat die Muni nicht weggeworfen, das ist doch nett. Oh, so. Laura! Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin doch dahin gesprungen. Ah, wenigstens habe ich jetzt volles Leben und ein Medipack. Ja, super. Also das verstehe ich manchmal ehrlich gesagt nicht ganz, warum Laura an manche Seile nicht hinspringt das erste Mal. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal gespielt habe. Ich glaube, das hat sich einfach so mein Hirn gebrannt. Da beim ersten Level, da gibt es doch dieses Seil, wo man über diese Klippe rüberschwingen muss, weil sonst kommt man ja nicht zu dem Tempel, blibablub. Ich bin an dieses Seil, glaube ich, 50 Mal hingesprungen. Auf jeden Fall, ich habe in eine Ewigkeit in dieses beschissene Seil hingesprungen. Sie ist nicht rangegangen. Da habe ich das Spiel nochmal neu gestartet, dann ging es auf einmal. Ich weiß auch nicht, was da war. Ja, nicht auf den schießen, auf den da bitte. Boah. Wenn ihr Kackgranaten hier, das gibt's ja nicht. Oh. Aua. Oh. Solange das Ding noch da ist, nehme ich's doch. Aua. Wow, das war knapp. So, Laura springt nicht mehr runter. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, geht doch. Jetzt mal ein bisschen gerade mal wieder reinkommen. Jetzt ist man wieder drin. Jetzt kannst du noch weitergehen. Ich habe Minipick bekommen. Nein. Ja, was auch Medikits? Medikits sind noch langweilig. Diese Waffe finde ich komisch. Entschuldigung, ich musste mich gerade anders hinsetzen. Deswegen habt ihr wieder meinen richtig geilen Quietschten gehört. Ich liebe diesen Stuhl. Quietscht wie Sau, ist aber cool. Oh, ist das hier? Ah, dich! Auf dich habe ich gewartet. Auf dich habe ich sowas von gewartet. Ich und erschrecken. Ich kenne das Wort erschrecken nicht. Oh. Find dich uncool. Ja, geht doch. Hier war auch irgendwas, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja, genau. Bitte auf das Seil, danke. Hallo Kugel. Oh. Hallo Kugel, die verschwindet. So eine Kugel. Oh. Ja, genau. Während wir an dem Seil hängen, können wir auch natürlich die Waffe wechseln. Wir sind Lara Croft. Lara, komm schon. Auf mit der Kacke. Das gib es doch nicht. Ach, Mann. Ist das vielleicht ein Konsolenport oder so? Ich kenne es von Konsolenporten, dass dann immer die Steuerung nicht ganz mitmacht. Hm. Was ist das denn? Ab in die Tiefe, sagst du? Nein. Ich hab jetzt nicht so große Lust drauf. Oh. Sesam, öffne dich, Alter. Na, wer kennt's? Lara. Sie suchen also auch den Galali-Schlüssel. Perfekt. Sie werden lachen, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber nicht doch. Er setzt das Schwert wieder zusammen. Er ist etwa faustgroß. Und Amanda hat rausgefunden, dass er hier ist. Was wissen Sie über Amanda? Wo ist sie?
Ihr Vater hat doch hier gegraben, nicht wahr? Naja, Amanda dachte, er könnte den Schlüssel gefunden haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Erzählen Sie mir von diesem Schwertfragment, mit dem Sie ständig rumfuchteln. Also, ich befasse mich schon länger damit. Und ich habe einiges gelernt. Ich zeig's Ihnen. Fahren Sie zur Hölle, Lara! Warum haben die alle so coole Sachen? Ich darf mich mit der Kacke hier rumärgern. Die haben... Ah, wo kommt der auf einmal her? Hau ab. Machen wir es auf Ihre Reise. Alter, hau ab. Das würden Sie auch gern können. Ja, würde ich, aber ich kann es nicht, also hau ab. Passen Sie jetzt gut auf. Und ich lasse mich gleich nochmal töten, das gibt's doch nicht. Das würden Sie auch gern können, was? Machen wir es auf Ihre Reise. Passen Sie jetzt gut auf. Da, jetzt ist er wieder da. Ich dachte, er hat sich verzogen. Der verzieht sich nämlich ab einer gewissen Zeit. Ich muss diese Säulen runterschießen. Jetzt kommt der mit einer Handgranate daher. Ich glaube, der spinnt. Ja, geht doch. Das würden Sie auch gern hören, ja. Machen wir es auf Ihre Reise. Jetzt ab. Aua. Machen wir es auf Ihre Reise. Machen wir es auf Ihre Reise. Passen Sie jetzt gut auf. Ich verstehe, dass Sie Ihr Leben lang nach diesem Artefakt gesucht haben. Laura, hör auf mit der Scheiße! Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt so. Passen Sie jetzt gut auf. Aua. Machen wir es auf Ihre Reise. Machen wir es auf Ihre Reise. Yep. Halt mir mal einen Platz frei in der Hölle. Danke. Aua. Oh, der Typ, der geht immer so auf den Geist hier. Das können Sie vergessen. Sie beschleunigen. Hey, was machen Sie denn? Ich dachte an auch. Ihr Spielzeug ist ziemlich praktisch. Trotzdem hätten Sie ja gemacht. Passen Sie jetzt gut auf. Halt Sie zur Hölle, Lara! Machen wir es auf Ihre Reise. Ja, komm schon. Sorry, dass ich gerade ruhiger bin, aber ich muss den gerade echt runtermerzen. Ja, du auch. Ich verstehe, dass Sie Ihr Leben lang. Jetzt ist er fertig. Tja, aber diesmal war Amanda und ich schneller. Machen wir es auf Ihre Reise. Das würden Sie auch gern können. Ja, klar würde ich das gerne können. Warum wiederholst du das 30 Mal? Du klingst wie mein Nachbar. Das würden Sie auch gern können, was? Man muss nur aufpassen, dass man von ihm nicht getroffen wird, weil der macht nämlich echt böse. Aua. Granaten werfe ich jetzt keine, weil ich habe das einmal gegen, also zweimal gegen ihn versucht und bin immer gegen ihn selber reingelaufen, die Granate. Das hat nicht was. Na los, geben Sie es zu. Das würden Sie auch gern können, was? Passen Sie jetzt auf. Das würden Sie auch gern können, was? Ja, jetzt ist er selber reingelaufen, ausgezeichnet. Macht er nämlich nicht oft. Passen Sie jetzt gut auf. Nur wenn du hinter der Granate bist. Ich bin nicht Ihr Feind, Rutland. Die Teile wurden nicht zerbrochen. Sie sollen sich teilen und wieder zusammenfügen. Macht es der Galali-Schlüssel? Ja. Verraten Sie mir vielleicht, wem es gehörte? Den Kreuzrittern? König Artus? Geschichte interessiert mich nicht. Dann bleiben Sie doch hier und denken über die Zukunft nach. Aber eine Zukunft ohne mich. Laufen Sie mir lieber nicht nochmal über den Weg. Vielleicht hat Ihr Vater die Galali-Schlüssel nicht gefunden. Aber das weiß Amanda nicht. Sie ist gerade in ihrem Haus. Hoffentlich sind Sie gut versichert. Cool. Na endlich, ich versuche schon ewig, euch zu erreichen. Was ist passiert? Diese Frau, sie kam einfach durch die Tür. Sie hatte eine Art... keine Ahnung, was zum Teufel das war. Wie schwarzer Rauch. Ich komme sofort zu euch. Nein, wir sind okay. Hört zu, ich muss sie erfolgen. Sie sucht ein weiteres Teil des Schwerts. Was? Wo? In Kasastar. Ich bin auf ein Foto gestoßen, das sich mit deinen Fundstücken deckt. Okay. Erstell eine Inventarliste und such ein Ding namens Galali-Schlüssel.
bisweilen einen Ausflug nach Kasachstan. Zieh dir was Warmes an. Ich mag die Kälte. Und damit haben wir dieses Level abgeschlossen. Wir haben freigeschaltet, mal wieder, Zwischensequenzen, Biografien, Konzepte, Kostümauswahl und Objektmodelle. Kostüme können wir freischalten, das wissen wir schon. Und damit 40 Minuten. Ja, es geht. Vielleicht muss ich schneiden. Ich muss mal gucken, aber ich glaube eher nicht. Und damit verabschiede ich mich, meine Lieben. Und sage herzlichen Dank fürs Zusehen, dass du dir dieses Genube angeguckt hast. Und ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder bei Let's Play Tomb Raider. Bis dann!